ist kalt, wenn ich aufstehe, mich anziehe und rausgehe. Ich friere, wenn ich ausgehe, kann Kälte nicht ausstehen. Stimmt was nicht mit mir? Ich werde mal zum Arzt gehen. Er hat sicher Antwort auf meine Fragen. Ich erklär ihm mein Problem, was ich ihn dann frage. Muss ich jetzt bald sterben oder sind's die Wechseljahre? Er sagt zu mir, Junge, das ist halt nun mal so. Das hier ist Alaska und du ein Eskimo. Ich bin ein Eskimo, 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 ein Eskimo. Was würdet ihr hier machen? Schlitten fahren den ganzen Tag. Das könnt ihr euch knicken, dafür ist es hier zu flach. Auch die tollen Iglus, die wären ja so warm. Morgens nach dem Aufstehen hab ich Speiseeis im Darm. Eisfischen den ganzen Tag ist witzig, ja ich weiß. Doch grabt ihr mal ein kleines Loch in meterdickes Eis. Schneemann bauen vor der Tür, das wäre es noch gewesen. Doch hier gibt es keine Steine, keine Möhren, keine Besen. Mir ist kalt. Letztens in der Eiswüste war es dann soweit. Mich ergriff ein Schneesturm und ich wurde zugeschneit. 2 Minuten Kälte unter tonnenschwerem Schnee. Mir ging sehr schnell die Luft aus und mir tat auch nichts mehr weh. Ich glaube ja wie alle hier an Reinkarnation. Irgendwo auf diesem Erdball und ich freute mich auch schon. Ich rutsch hinaus ins Leben und der Arzt sagt zu mir froh: Willkommen in Alaska, du kleiner Eskimo. Ich bin ein Eskimo, ein 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 Eskimo. Ich bin ein Eskimo. Eskimo, ich bin ein Eskimo, ein Eskimo. Sag dir was, die Welt ist arschkalt.